Leider fiel ich in die Hände der Orks und wurde zu diesem grausamen Schicksal verdammt. Verdammte Scheiße, hä? Garschkopf hat. Wer ist das? Psst, sprich seinen Namen besser nicht laut aus. Sonst wird er noch auf dich aufmerksam. Garschkorpak ist der Herr über diese Halle. Einst war er der glorreiche Herrscher über das Volk der Orks. Und dies sollte sein Grab werden. Doch dann fielen wir Menschen ins Land der Orks ein. Garschkorpak fiel und wurde eilig hier beerdigt. Dabei traf ihn Melias Floh, der ihn zu einem untoten Dasein verurteilte. Langweilig. Bewacht und bedient von einigen seiner Getreuen und zahlreichen menschlichen Gefangenen. Ich bin gekommen, um Garschkorpak zu vernichten. Bist du wahnsinnig? Du hättest keine Chance gegen ihn und würdest lediglich ein weiterer Sklave unter seine Befehl. Mein Entschluss steht fest. Wirst du mir helfen? Nun, wenn es wirklich dein Wunsch ist, werde ich dir selbstverständlich mit Rat zur Seite stehen. Ich kann mich aber nicht aktiv gegen meinen Herrn stellen. Aber doch sicher gegen die kleinen Goblin-Viecher da, die ich schon wieder höre. Warum stellst du dich gegen deinen Herrn? Das Ritual, welches meine Seele eigentlich vollständig Garschkorpak unterwerfen sollte, wurde nicht korrekt ausgeführt. Daher habe ich noch einen Funken freien Willen in mir. Aber alle anderen Wesen in dieser Gruft sind völlig Garschkorpak ergeben und werden dich augenblicklich angreifen. Also sei vorsichtig. Wo finde ich Garschkorpak? Er hält sich ausschließlich im großen Saal auf, welcher sich hinter dem Gitter in diesem Raum befindet. Kannst du das Gitter öffnen? Nein, das Gitter kann weder geöffnet noch zerstört werden. Ein spezieller Zauber sorgt dafür, dass die Diener Garschkorpaks die Sperre passieren können, als wären sie aus Luft. Bevor ich das jetzt anklicke, ich habe da nichts geguckt, aber ich denke, dass wir uns selbst irgendwie in Zombie verwandeln, so zeitweilig, um da durchzugelangen. Das wäre eine coole Wendung. Wie soll ich ein Skelett oder sowas? Ich und die anderen Menschen wurden alle auf gleiche Weise zu Sklaven. Wir werden dann sozusagen wie der, wir aber... Wir wurden zu Lebzeiten einem besonderen Ritual unterzogen und danach zum Garschkorpak gebracht. Auf dem Weg dorthin konnten wir bereits das Gitter durchschreiten. Nachdem uns der Ork grausam hingerichtet hatte, verwandelte uns Belias Fluch in willenlose Zombies. Du musst dich also auch diesem Ritual unterziehen. Das Risiko ist hoch. Verlierst du gegen Garschkorpak, wirst du ebenfalls auf ewig sein Sklave sein. Aber wenn du ihn besiegst, sind wir alle von seiner dunklen Herrschaft befreit. Wie sieht das Ritual aus? Wenn du den Gang hier neben mir nach unten folgst, wirst du auf drei Statuen treffen. Alle drei haben an ihrer Vorderseite eine kleine Schale. Du musst in die linke Schale einen Tropfen Dämonenblut geben. In die Mitte kommt ein Funken von Garschkorpaks untoter Essenz. Soll ich an den Scheiß kommen? Um die rechte Schale zu füllen, musst du dich mit einem speziellen Ritualmesser in die Hand schneiden und eine Fiole mit deinem Blut füllen. Sobald alle drei Schalen gefüllt sind, wird sich das Ritual vollziehen. Woher soll ich Dämonenblut bekommen? Für diesen Zweck ist weiter unten in diesen Katakomben ein Dämon eingesperrt. Er ist nun seit Jahrtausenden von seiner Heimat getrennt und daher sehr geschwächt. Wahrscheinlich würde er in den nächsten 2 Jahrhunderten von alleine sterben. Aber du solltest keine Probleme haben, ihn bereits jetzt zu besiegen. Speziell, da er nun mal eingesperrt ist. Aber pass auf, dort unten befinden sich einige von Garschkorpaks Dienern. Wie gelange ich an Garschkorpaks und tote Essenz? Nimm diese Spruchrolle. Wenn du sie liest, wird sie dich zu einem...
abgeschlossenen Bereich in diesem Fels führen. Dort wird unter anderem auch ein Kristall aufbewahrt, der einen kleinen Teil der Essenz speichert. Aber sei gewarnt, der Bereich ist sehr gut bewacht und der einzige Ausweg ist eine Schriftrolle, welche der Hüter der Essenz bei sich trägt. Wer hat das spezielle Ritualmesser? Der Ritualmeister. Du findest ihn bei den drei Statuen. Komm zu mir, sobald du das Ritual vollzogen hast. Ich habe noch einige Tipps, wie du Garsh Kopak endgültig besiegen kannst. Okay, mach mir Mut. Jo. Leuchtet unsere Fackel noch? Ja, glaube ich schon, oder? Ich glaube, dass von ihr Licht ausgeht. Ich gehe mal da hinten in die dunkle Ecke. Jo, brennt zwar nicht mehr, aber leuchtet noch. Das ist wohl die letzte Glut, die da noch glimmt. Nein, nein, bleib stehen, bleib hier. Genau deswegen. Okay, dann muss ich da jetzt also runter. Ich hoffe, du bist allein da. Kämpfen wir mal auf ebener Fläche gegeneinander. Warum geht das plötzlich so schnell mit denen? So, wisst ihr was? Jetzt stört mich das da im Hintergrund doch zu sehr. Ich will aber weitermachen. Glaubt man, das ist gerade eine gewisse Art Weise verzwickte Situation. Jo, damit habe ich also meine Fackel wieder. Wo muss ich denn jetzt hin? Rechts oder links? Und da habe ich mal ins Piratenlager zurück. Zwischendurch. Weil ich würde mich vorher gern noch mit ein paar Sachen eindecken. Ach, ich vergesse immer wieder, dass das nicht geht. Du denn da kommst du übers Butlerfleisch drüber. Warte, Kollege, ich erlöse dich. Sollten hier nicht einfach nur drei Statuen stehen? Man weiß es nicht. Sehr mysteriös und spannend hier alles. Ich wusste gar nicht, dass die Fackeln hier wirklich runterbrennen. Erkunde ich jetzt nochmal das hier zu Ende. Okay, viel zu erkunden gab es nicht. Ach, dann gehe ich noch ein Stückchen da jetzt links rein. Und dann beende ich das Ding tatsächlich für heute. Ich wollte eigentlich nur kurz ein Part hinterher schieben, weil ich gerade Skyrim spiele. Hauptsächlich. Nichts zu holen. Und da hat mich tatsächlich jetzt die Mod so gepackt. Wer hat denn da sein Schwert gezogen, bitte? Ich wollte mich jetzt nicht mit dem ganzen Clan anlegen, aber das können wir hier oben miteinander ausmachen. Warum kann er sein Schwert nicht ziehen, während ich bloß zurückweiche? Nein. Ah! Scheiße. Ich werde so viel nachspielen müssen. Egal, zumindest ich werde bis hierhin spielen, wo er war. Und was war das gerade für ein Schrei? Ich war. wo bist du, du Wix-Kobold? Da unten liegt schon mal der Wix-Kobold, aber das Skelett.
Ja, ich bin gescheitert. Ich habe ewig nicht gespeichert. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde.